Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Markus, am Freitag Brückentag hier in Osnabrück, dann geht es gegen VfR Aalen. Ihr hattet jetzt Länderspielpause erstmal dazwischen. Hat euch diese Länderspielpause gut getan nach der Niederlage in Paderborn oder hast du eher das Gefühl, man möchte diese Niederlage in Paderborn direkt wieder wettmachen mit dem nächsten Spiel? Gut, der Trainer hat es vorgegeben. Wir haben 4-0 zu Hause gegen Zwickau gewonnen. Das wurde sehr schnell abgehakt und es wurde sich auf den nächsten Gegner konzentriert. So haben wir das auch mit Paderborn gehalten. Nach der 3-0-Niederlage haben wir, klar, das Spiel bearbeitet, durchgegangen, gesehen, was unsere Fehler waren, warum wir keine Chance hatten, in diesem Spiel eventuell da irgendwie an unsere Leistungen in Zwickau anzuknüpfen. Und dann wurde das aber auch abgehakt. Und dann haben wir halt eben die Länderspielpause genutzt, um halt eben intensiv uns auf den neuen Gegner schon vorzubereiten. Und das hat uns, glaube ich, ganz gut getan. Ja klar, hätten wir natürlich die Woche darauf gerne wieder gespielt, um dieses Negativerlebnis auch schnell abzuschütteln. Auf der anderen Seite war es gut. Wir haben Spieler gehabt, die sich die letzten Wochen dann immer mit schon Beschwerden rumgeprügelt haben so ein bisschen oder rumgeschlagen haben und entsprechend war es jetzt so, dass wir bei diesen Spielern ein bisschen nachsteuern konnten, sie ein bisschen rausnehmen konnten und in dieser Woche dann wieder voll belasten. Wie sah jetzt die Vorbereitung gegen Aalen speziell aus? Na, wir haben letzte Woche nochmal einen Fokus drauf gelegt oder vor dem Länderspielwochenende im Ballbesitzspiel noch ein bisschen unsere Qualität zu erhöhen, gerade was so den ersten Kontakt betrifft, was Überzahlsituation betrifft, was Positionswechsel betrifft. Also da war die Mannschaft sehr intensiv unterwegs. Wir haben im konditionellen Bereich nochmal einen Reiz gesetzt, um vielleicht da auch nochmal ein paar Reserven rauszuholen. Und jetzt im Hinblick in dieser Woche dann halt auch wieder viel über kleine Spielformen gelöst und sind vorbereitet und haben da natürlich ganz ordentlich nachgesteuert. Wie schätzt du den Gegner aus Aalen ein? Gut, wie der Trainer schon gesagt hat, mit wenig Mitteln viel zu erreichen, das machen die Aalen einfach sehr, sehr gut. Darauf haben wir uns auch die Woche über eingestellt. Ja, ich glaube, in Aalen geht viel über die Geschlossenheit, mannschaftliche Geschlossenheit. Der Kader ist nicht sehr groß aufgestellt. Sie hat im letzten Jahr mit den Problemen, mit denen sie zu kämpfen hatte, mit dem Punktabzug eine sensationelle Runde gespielt. Und da wäre vielleicht noch mehr gegangen, wenn man diese Punkte irgendwo hätte behalten können. In dieser Saison auch schwankend in den Leistungen, aber auch vor der Länderspielpause mit einem sehr, sehr guten Spiel gegen Jena, wo sie erfolgreich waren. Die Woche davor halt auch gegen Bremen gewonnen. Also das ist eine Mannschaft, die Qualität hat, definitiv, die einen sehr erfahrenen Trainer hat und vielleicht auch weiß, wie man auf dem Freitagabend in Osnabrück bestehen kann. Aber da werden wir sehr viel tun, dass dieser Fall nicht eintritt. Wir spielen, glaube ich, auch jedes Mal ein neues System. Wir sind variabel. Wir können uns auf den Gegner konzentrieren. Jedoch muss der Gegner auch auf uns aufpassen. Und das ist, glaube ich, eine unserer Stärken, die wir haben. Daran haben wir diese Woche sehr intensiv oder werden diese Woche auch noch sehr intensiv daran arbeiten. Und dementsprechend wird das, glaube ich, ein sehr spannendes Spiel am Freitag. Und natürlich Brückentag, freitagsabends, müssen die 3 Punkte hier bleiben. Ja, letztendlich geht es für uns erstmal wieder darum, an die Form vor dem Paderborn-Spiel anzuknüpfen. Und das gelingt uns im Training und das müssen wir natürlich am Freitag dann auch auf den Platz bringen. Wir wollen von Anfang an sehr intensiv verteidigen, wir wollen sehr, sehr hoch verteidigen, wir wollen versuchen, viele Abschlüsse zu generieren wieder für uns, dass wir auch frühzeitig vielleicht auch ein Tor erzielen können, dass wir das Stadion auf unsere Seite bekommen, weil letztendlich haben wir auch in Paderborn gemerkt, wie sensibel der Fan damit umgegangen ist. Es war ein sensationelles Erlebnis für meine Mannschaft nach einem 0-3 noch so unterstützt zu werden und da sind wir in der Bringschuld und wollen definitiv am Freitagabend da auch was zurückgeben, dass dieser Moment in Paderborn vielleicht ein seltener bleibt.